Hallo und willkommen bei The Nosy Rosy. Hier ist die Jen. Diese Woche geht's ja um das Thema verliebt in eine Hete, was nun? Tja, also wie die anderen so angedeutet haben, haben die ja wohl dazu viel zu erzählen. Aber ich leider, oder Gott sei Dank, nicht. Ja, also ich war noch nie in eine Hete verliebt. Deswegen kann ich da jetzt leider keine Erfahrungsberichte geben und so weiter. Und ich kann einfach nur ein bisschen allgemein darüber erzählen, was ich darüber denke. Ja, ich denke ja sowieso, dass die meisten Frauen im Gegensatz zu den Männern, die da ja meistens sowieso Angst vor haben, denke ich mal, dass die meisten Frauen der nicht so abgeneigt sind, mal ihrerseits auch was mit einer Frau zu probieren. Deswegen denke ich mal, wenn man mal eine Frau kennenlernt, und die ist eigentlich hetero und auch Single und man versteht sich gut, ich glaube, da sollte man dann schon dranbleiben und sie einfach ein bisschen umwerben und umschwärmen und ihre Vorzüge einer Frau mehr bringen sozusagen und dann wird die auf jeden Fall anliegen, dem Charme. Also kommt dann auch darauf an, was man selbst will. Ich kann mir dann auch vorstellen, dass die meisten Heten oder heterosexuellen Frauen dann auch das mal ausprobieren wollen, auf jeden Fall. Dass aber viele dann doch nicht so weit gehen und eine Beziehung eingehen. Da muss man dann natürlich auch schon differenzieren. Aber es geht ja nicht um das Thema Sex mit einer Hete, sondern verliebt in eine Hete. Und da wird es natürlich dann schon komplizierter. Da, wie wir natürlich selbst wissen, so eine Selbstfindungsphase und Outing und alles drumherum ja ziemlich schwer sein kann, ist das natürlich für diese heterosexuelle Frau dann ja auch schwer. Vor allem, wenn das dann so plötzlich kommt. Denke ich mal, sagen dann die meisten gleich, nee, geh mir fort. ich bin nicht lesbisch, ich bin heterosexuell und ich möchte das alles nicht. Deswegen ist das, denke ich mal, dann auch schon eine echt schwierige Sache. Also da muss dann wirklich auch natürlich auf ihrer Seite schon eine große Verliebtheit da sein. Und damit die Person dann sagt, ja okay, ich gehe jetzt diese ganzen Schritte mit dir. Ne? Aber wenn das dann so ist, dass sich das abdeutet, dass man ja verliebt in diese Hetero-Frau ist und diese einfach nicht bereit ist, diese Schritte zu gehen und sagt, ich bin nicht lesbisch und ich bleibe und bin und bleibe hetero, dann klar kann man es noch ein bisschen versuchen und sie umwerben, wie ich gerade erzählt hatte. Aber wenn sich dann nach kurzer Zeit abdeutet, dann bringt alles nichts. Dann muss man es einfach lassen, weil auch, ich meine, klar kann man sagen, okay, wenn ich jetzt einfach hart bleibe und mich locker lasse, vielleicht irgendwann ist sie bereit dazu, aber ich finde, das ist auch schon so ein schlechter Start dann in einer Beziehung. Mit dem ganzen Hin und Her und so. Also da finde ich, kann man nicht so eine gute, eine harmonische Beziehung aufbauen. Und auch wenn das erstmal eine geheime Beziehung ist. Und sie sich versteckt und Freunden und Familie nichts erzählen will. Und das kann ich auch eine Zeit lang mitmachen, aber also ich muss sagen, ich könnte mir das nicht vorstellen, mit jemandem zusammen zu sein, der sich die ganze Zeit verstecken muss. Weil ich einfach für mich über diesen Status hinaus bin und ich keine Probleme habe mit meiner Umwelt und zu sagen, dass ich lesbisch bin. Also ich glaube, ich könnte wirklich mit so einer Person dann nicht zusammen sein und das wäre dann einfach ja, Pech. Und dann müsste man den Herzschmerz wohl erstmal ertragen, aber im Endeffekt wird es besser sein, wenn man sich dann irgendwo dann doch trennt oder es gar nicht erst weiter versucht. Ich glaube, das
im Endeffekt ist das dann wahrscheinlich die bessere Lösung und die Lösung, die einem den Fall besser tut. Ja, also, ne, wenn das alles kompliziert ist und so, dann, und es auch schon lange kompliziert ist und es einfach nicht besser wird, dann nehmt, fasst euch ein Herz und lasst es einfach sein. Ich glaube, das kann nichts, also vielleicht klingt das auch alles so pessimistisch, aber ich sehe das eher optimistisch, denn dann kann man sich frei machen und hat zwar vielleicht eine kleine Trauerzeit, aber danach ist man wieder frei und kann sich neu verlieben und findet sicherlich jemanden, der besser zu einem passt und der oder die dann auch sagt, ja, ich bin lesbisch und nicht, ich bin hetero und nicht lesbisch und lass mich in Ruhe damit. Jo. Okay, so, das war's schon mal von mir. Achso, ja, vergesst nicht, mir noch ganz viele Tipps zu San Francisco zu schicken. Ich habe auch schon einige. Aber ihr könnt natürlich immer noch, also wer noch nicht nichts geschickt hat, ich meine, oder wer auch noch nicht da war, vielleicht habt ihr ja von irgendjemandem was gehört oder habt irgendwas im Hinterkopf oder habt irgendwas im Fernsehen gesehen oder im Internet gesehen, das könnt ihr mir auch schicken, ist vollkommen in Ordnung. Aber das ist ja so eine, habe ich euch eigentlich letztes Mal diesen Reiseführer gezeigt? Ich glaube nicht, ich gehe den mal holen und warte. Also, ne? Kalifornien. Wie viele Seiten? 880 Seiten. Und keine Bilder. Nur Text. Außer, na, okay, zwei Seiten in der Mitte sind bunt. Und da sind Fotos drauf. Aber sonst Text, 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 Karten. Text, 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 Karten. Also, das ist wirklich eine Wissenschaft für sich und es ist echt hart, da durchzusteigen und das Beste für sich herauszufiltern, weil es einfach so viel ist. Und deswegen bin ich natürlich über jeden Tipp glücklich. Okay, ja, dann sage ich einfach bis nächste Woche. Bis denn, die Jen.